darf Sie begrüßen in der neuen Kulturgarage in der Seestadt. Wir verfolgen damit einen Gedanken, den wir eigentlich seit den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts verfolgen, nämlich Stadtentwicklungsgebiete, dass wir uns dort verorten, dort unterstützen, für die Bevölkerung da sind. Wir haben ja ganz in der Nähe eine Volkshochschule und jetzt auch das Veranstaltungszentrum. Ich möchte sagen, das ist die Idee der Häuser der Begegnung, wenn man das so will, neu gedacht, moderner gedacht. Ja. Es soll hier etwas entstehen, es soll hier Kultur kommen, in allen Spielweisen wie Musical, was in der nächsten Zeit passieren wird, Kabarett, aber auch andere Veranstaltungen. Wir haben nicht nur diesen tollen Saal, der bis zu 450 Personen fasst, sondern auch ein tolles Foyer dann draußen, wo wir auch andere Veranstaltungen wie Lesungen, Ausstellungen veranstalten werden. Was wichtig ist, weil ich immer wieder gefragt werde, die Wiener Volkshochschulen sind nicht Veranstalter. Ich sage immer, wir sind Ermöglicher. Wir hoffen und wir wissen, dass das Interesse groß ist, dass sich hier Veranstalter einmieten, ihre Produktionen hier aufführen. Und ich glaube, das ist das Denken, das in Europa derzeit sehr stark wächst, dass man mit der Kultur an den Stadtrand geht und nicht quasi in der Stadtmitte verhaftet bleibt. Die Städte wachsen, es braucht die Kultur auch am Stadtrand. Und ich freue mich, dass wir hier einer der Pioniere sein dürfen als die Wiener Volkshochschulen. Wäre nicht gelungen für die Wiener Volkshochschulen, dieses Haus hier betreiben zu dürfen, wenn es nicht Unterstützung gegeben hätte, vor allen Dingen durch die Stadt Wien, die die Wiener Volkshochschulen seit vielen, vielen Jahren unterstützt, damit wir das Angebot an die Wienerinnen und Wiener richten können, das wir tun. Natürlich auch beim Bezirk, ich danke auch dem Bezirksvorsteher Ernst Neverich, dass er heute hier ist. Beim Bauträger, der uns wirklich enorm unterstützt hat, was die Architektur dieses Gebäudes betrifft. Und bei der Wien 3420 Aspern Development AG, also wir werden dann noch näher darauf eingehen, ohne diese Kooperationen wäre es nie gelungen, das herzustellen, was Sie jetzt hier sehen, finden. Es ist wirklich großartig für die Donaustadt, für den Bezirk, aber vor allem auch hier für das Grätzl, dass hier die Kulturgarage auch mit heute eröffnet wird, und gratuliere dafür sehr herzlich den Wiener Volkshochschulen, die dieses Projekt auch gemeinsam mit der Stadt auf den Weg gebracht haben, und vor allem auch dem Bezirk, Clubobmann und dem Bezirksvorsteher, dass die Kulturgarage hier ein zusätzliches Angebot auch im Bezirk darstellen wird. Und ich finde es großartig, dass auch Bildung und Kultur gemeinsam auch gedacht wird, weil kulturelle Bildung vor allem für junge Menschen unglaublich wichtig ist und hier durch die Pandemie auch ganz, ganz viel auf der Strecke geblieben ist. Und man als Schüler gerne auch andere Sachen hat, als nur im Unterricht zu sitzen und Lernstoff zu haben, sondern wenn es Abwechslung geben kann, zum Beispiel ins Theater zu gehen und hier auch eine Ergänzung der kulturellen Bildung zu erleben, dann ist das großartig. Ich zumindest als Schüler habe das immer sehr, sehr gerne gehabt und finde es auch toll, dass es hier in Zukunft auch mitgedacht wird, nämlich wie man Kulturveranstaltungen auch zum Beispiel in Kooperation mit Schulen macht oder mit Jugendzentren macht, um hier auch der jungen Generation auch Möglichkeiten zu geben. Das ist aber ein Haus nicht nur für die Jungen, sondern für alle Generationen, ein Ort auch der Begegnung, ein Theater von allen, für alle, wo auch sehr unterschiedliche Produktionen stattfinden werden. Und ich bin mir sicher, das wird sich sehr, sehr gut etablieren und sehr gut auch nachgefragt werden. Es ist toll, dass heute Tag der offenen Tür auch ist, das Haus öffnet mit allen seinen schönen Seiten. Ich finde es großartig, architektonisch, dieser Raum ist wirklich großartig gelungen. Allen herzlichen Glückwunsch, die auch involviert waren. Die Seestadt war am Anfang eine Wiese, wenn Sie so wollen, und ein riesiges Betonfeld. Und was oft leicht macht, neue Entwicklungen in Gang zu bringen, das sind alte Räume mit Flair, mit Atmosphäre. Es hat alles gefehlt. Und das alles neu zu schaffen, das ist eine große Herausforderung. Und für diese Herausforderung und den Mut, der da dahinter steht, danke ich dem Eigentümer und Vermieter dieser Kulturgarage, der Wohnbaugesellschaft WBV, und vor allem auch der Organisation, die hier den Betrieb verantwortet und das Programm organisiert, und das ist die Volkshochschule mit dem zweiten Standort. Großartig, vielen Dank,
Ich glaube, es wird toll angenommen werden und wir leisten jede Unterstützung, die ihr braucht, damit die lokale Bevölkerung, aber auch die Nachbarschaft rundherum hier das bekommt, was man braucht in einem neuen Stadtteil: Bildung, Kultur, Unterhaltung, Spaß. Danke und alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen.